Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play hier auf dem Kanal. Und zwar zum Bus-Simulator 18. Ja, heute ist tatsächlich, sind bei mir zwei Spiele-Keys überraschenderweise eingeflattert. Wer den zweiten Key von mir bekommen hat, das seht ihr in der nächsten Folge. Das werde ich mal jetzt am Anfang noch nicht verraten, vielleicht sage ich es nachher noch. Aber ja, ich habe gestern am Sonntag in Koblenz das erste Mal meine Hand an das Spiel angelegt, sage ich mal. Und war eigentlich ganz begeistert. Und heute habe ich tatsächlich überraschenderweise Spielekeys bekommen. Und wir wollen mal ein Unternehmen gründen. Und unsere Firma heißt natürlich Trainsa Transportation. Wir können... Ah, fürs Let's Play, wir können mal bankrott gehen. Und wir sind in der Standardkarte. Mods gibt's noch keine. Und dann wollen wir die Firma doch mal erstellen. Das sieht schon echt gut aus, das muss ich sagen. Gucken wir doch mal, wie das Spiel anfängt. Dann wollen wir uns doch mal... Komm, wir sind männlich. Wir sind männlich. Uniform. Nur zwei Uniformen. Dann nehmen wir das ohne Krawatte. Ich mag keine Krawatten. Und Sekundärfarbe. Das ist schwarz. Das ist schwarz. Komm mit. Das ist unsere Hautfarbe. Anpassung beenden. Wir haben uns gerade mal eben unseren Spielcharakter erstellt. Finde ich ganz nett. Oh, hallo. Hier drüben. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro Car. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Erstmal komm, machen wir mal... Kann ich irgendwie das HUD ausblenden? Jetzt muss ich erstmal in die Einstellungen reingucken. Auch wie die Grafik ist. Maximal, hoch, hoch. Maximal, maximal. Perfekt. Steuerung, HUD ausblenden. Da wird doch bestimmt was sein. Bussteuerung. Seine Orbit. Nein. Aha. Alter, die Musik. Kann man mal machen. Ich glaube, kann man tatsächlich nicht. Wir haben es noch nicht gefixt. Egal. Dann müssen wir halt das Thumbnail so machen. Herzlich willkommen im Bus-Simulator. So, wir gehen mal. Wir setzen uns mal hin. Super. Ich setz mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Ja, okay. Wechsel in die Ja, habe ich schon. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Siegesstraße, da war mein altes Gymnasium. Ja.
Wo bewegen? Turn on all bus lights. Ich glaube, du bist ein bisschen größer als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Vergiss nicht, deinen Sitz einzustellen, nachdem du den Motor angelassen hast. Wie mache ich das? Okay. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Okay, Richtung Ausfahrt. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Okay. So, ich habe tatsächlich derzeit kein Lenkrad. So, dann bleiben wir mal stehen. Ich glaube, ich setze mich ein bisschen höher. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Okay. Interessant. Okay, das gibt hier noch ein gleich. Okay. Interessant. Kann nicht eigentlich D gedrückt sein? Ah, okay. Der wechselt. Beim Bremsen. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, okay. Dass Sie da sind. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich an. Ja, machen wir. Wir fahren doch mal direkt ab. Und dann wollen wir doch mal abfahren. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Ja. Zack. Nächster Halt, Flusspromenade. Ganz gut besetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Orbi und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Okay. So lernen wir auch ein bisschen was über die Stadt kennen. So. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Schatz. Die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar. Bestell schöne Grüße. Ein lesbisches Paar. Das ist... Das ist mal Diversity. Sag ich mal. Das ist mal interessant. Dass man sowas hier reinbringt. Wow, hast du es eilig? Mit der Fahrweise kriegst du bestimmt kein Problem mit der Pünktlichkeit.
Nö. Würde ich auch behaupten. Die Frage... Oh, da möchte jemand aussteigen. Uiuiuiuiui. Ein Glück, dass ich hier eh die Spur wechseln muss. Und wir verlassen Seaside Valley. Er blinkt beim Geradeausfahren. Ja, weil ich die Spur gewechselt habe. Züge! Huch! Ah! Kaum sehe ich Züge, drehe ich am Rad. Ist da doch. Erstmal anhupen. Und dann gehen wir mal Speed. So. Huch. Schlagloch. Dafür gibt es auch Minuspunkte. Interessant. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Test. Okay, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert. Ja, was hätten Sie denn gerne? Wochenfahrkarte. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Was erzählst du? Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit... Ah, eine Studentenfahrkarte. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, aber hätte ich wieder Bus fahren können. Ernst? 16. Ja, ich hoffe, dass Sie davor haben, erfolgreich ist. Genießen Sie den... Das muss ich mir ja mal angucken. Okay, cool. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, würde ich mich viel einfacher. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Ja. Da war wieder ein Schlagloch. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Scheint sich rumgesprochen zu haben. Das ist also eine öffentliche Testfahrt. Jetzt stehen wir im Stau. Ja, das war es. Bei, ne? Ah. So. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch mit der Steuerung. Der Astra Park. Ah, hier ist das
neumodische Gebiet der Stadt sieht schon ganz nett aus. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Okay. Und alle Fahrgäste raus. Vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Natürlich. Ich wollte aber mal kurz gucken, ob ich die... So. Und wohin soll ich den jetzt bringen, den Bus? In die Garage nochmal. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Jo, das wäre schön. Ich denke, wir nähern uns aber dem Ende der ersten Folge. Ich hoffe, im Depot ist das dann abgeschlossen. Die zweite Folge soll ja im Multiplayer stattfinden mit dem guten Centex. Wir werden bestimmt auch mal mit ein paar anderen Let's Playern oder so fahren. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wer das jetzt schon hat. Aber ich denke mal, so die üblichen Verdächtigen werden dabei sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber es sieht schon echt nett aus, das muss ich sagen. Vor allem das Coole ist halt, der Multiplayer, Centex wird kann zum Beispiel Fahrkarten kontrollieren, kann aber auch selber rumfahren. Und das Spiel wird Modding und oder unterstützt Modding, was ich tatsächlich recht cool finde. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Okay. Da habe ich den Bus ein bisschen unterschätzt. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Ja. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Jo. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Okay. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich denke mal, das reicht, um zu zeigen, was hier so abgeht. Und ich hoffe, dass man das im Multiplayer machen kann. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin und bye bye.